was wir vor allen Dingen gemacht haben mit der Zeit, wir haben auch das Portfolio verändert. Wir haben dann noch Wohnungen im Zentrum von Halle dazu gekauft, sodass wir ein breites Spektrum haben an Wohnungsangeboten. Und so wurden in Halle zum Beispiel die im gründerzeitlichen Norden, im Paulusviertel oder in der südlichen Innenstadt oder direkt in der Altstadt neue Immobilien von der Genossenschaft erworben. Und die dort Wohnenden mussten nicht rausziehen, sondern die wurden eben auch als Mitglieder in die Genossenschaft aufgenommen. Hier in Merseburg geht es für die BWG in erster Linie darum, die Bestandsobjekte ja in einem guten Zustand zu erhalten. Und das tut die BWG hervorragend. Wir sind jetzt dabei, neben den Wohnungen auch das Wohnumfeld noch weiter aufzubessern. Die Fußwege werden von der BWG mit Unterstützung der Stadt Merseburg erneuert. Und die BWG hat natürlich hier in der Stadt auch das eine oder andere Zeichen gesetzt, zum Beispiel die Begegnungsstätte in Merseburg Nord, wo Kultur, Sport stattfindet und zur Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens und des Miteinanders dient und führt. Wir sind halt auch eine riesige Familie und ich bin immer für euch da. Mit mir wurde 2009 die Stelle Sozialmanagement neu eingeführt. Das heißt, wir organisieren sehr viele Veranstaltungen für unsere Mitglieder. Wir haben ein großes Klientel an älteren Mitgliedern, auch viele alleinstehend leider. Und auch, dass diese nicht sozial isolieren, dass sie auch fit bleiben, organisieren wir eine Vielzahl an verschiedensten Sachen, zum Beispiel Sport, Senioren, Tanz, Spiele, Nachmittage. Das betrifft aber nur die eine Seite vom Sozialmanagement. Wir sind auch da, wenn Nachbarschaftskonflikte auftreten, Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung. Viele Leute sind nicht mehr fähig, miteinander zu reden. Auch da sind wir dann zur Stelle, mein Kollege Herr Matzl und ich, und versuchen zu helfen. Was steht denn da? 65? Puh, was für ein Alter. Dabei fühle ich mich doch viel, viel jünger. Am 6.12.2009 wurde das alte Erlebnishaus eröffnet. An der Eissporthalle gab es eine kleine Sporthalle, in der die ganzen Spielgeräte eingebaut wurden. Leider ist das durch das Jahrhunderthochwasser zu Schaden gekommen und es wurde nach einem neuen Objekt gesucht, welches dann am Holzplatz 10 gefunden wurde. Mit einer Fläche bis zu 2000 Quadratmeter wurde dort ein neues BWG-Erlebnishaus aufgebaut, Stück für Stück mit viel Hilfe und mit viel Unterstützung in Halle, aus Halle und Umgebung. Und die Kinder sind einfach glücklich, dass es das Haus gibt, dass es wieder gibt. Und wir werden dieses Jahr 10 Jahre alt. Das BWG-Erlebnishaus ist für uns ein ganz bunter und fröhlicher Ort, wo Menschen einfach eine Auszeit genießen können, vom Alltag abschalten können. Bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter können sie einfach eine fröhliche Zeit mit ihren Kindern erleben. Können in jeder Ecke gibt es was Neues zu entdecken. Sie können einfach eine schöne Zeit haben. Für uns als Kinderhospiz ist es vor allem ganz lebensnahe Unterstützung. Das bedeutet, dass die BWG einfach ermöglicht, dass Familien ganz normal am Alltag teilnehmen können, wie auch mit gesunden Kindern. Also sie können mit ihren erkrankten Kindern, je nachdem, oder auch mit den gesunden Geschwisterkindern jederzeit das Angebot nutzen und sind dafür auch sehr, sehr dankbar, dass sie da die Möglichkeit bekommen. Es ist wichtig, dass die BWG Kultur- und Freizeitangebote unterstützt, weil sie damit auch zur Identifikation der Stadtgesellschaft beiträgt. Weil sie was tut für ihre Kunden, die bei der BWG wohnen, und weil sie was tut für die gesamte Bevölkerung in der Stadt. Komm, wir brauchen dich! Die BWG als Genossenschaft verkörpert, gemeinschaftlich Sachen zu schaffen und Ziele zu erreichen. Und das können wir wunderbar bei uns auf den Sport übertragen. Die Förderung durch die BWG bei uns im Handball ist besonders wichtig, denn der Nachwuchs spielt eine immer größere Rolle. Und durch die Förderung und das Sponsoring ist es uns möglich, eine besonders gute Förderung für die jungen Menschen
zu realisieren. Und am Ende können wir in der ersten Mannschaft davon einfach nur profitieren, weil wir die Früchte tragen, wenn gut entwickelte und talentierte Spieler bei uns oben ankommen und am Ende unsere Farben vertreten. Und dafür sind wir sehr dankbar. Das BWG Fansofa ist aus unserer Sicht der beste Platz im gesamten Stadion. Nicht nur, weil es der bequemste ist, sondern eben auch tatsächlich in der ersten Reihe sich befindet, direkt neben der Trainerbank. Also näher dran geht's nicht. Da kann man auch in der ARD nicht besser in der ersten Reihe sitzen. Insofern können das alle berichten, die dort schon mal den Genuss hatten, Platz nehmen zu dürfen.